Willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Reise ins All. Wir befinden uns hier noch immer in der Freien Republik Vulkanien, aber ich habe so das Gefühl, dass sich das vielleicht bald ändern könnte, denn letztes Mal, als wir hier oben durch diese Tür gehen wollten, sagte Eleanor, dass sie das Gefühl hat, dass uns eine wichtige Entscheidung bevorstehen würde und dass wir vielleicht nochmal speichern sollten. Gespeichert habe ich mittlerweile auf Speicherplatz 1 einfach, es ist am griffigsten, da kommt man am einfachsten hin, kann man sich gut merken, und ich war nochmal shoppen. Wie ihr seht, haben wir nur noch 61 Taler. Ich habe auch alles verscherbelt, was wir nicht mehr brauchten. Außer der Kettensäge, weil ich dachte mir so, vielleicht könnte man die doch nochmal gebrauchen. Wer weiß wofür. Nicht, dass das so läuft wie das eine Mal, wo ich das Foto verkauft habe und wir dadurch eine Szene verpasst haben. So, dann zeige ich euch einmal. So, der Herr von Meckwitz hat den Titanpanzer bekommen. Den hat übrigens jeder gekriegt. Die Kreatur hat ihn, wie gesagt, auch bekommen und einen Titanschild. Und Heisen hat den Edison-Schild bekommen und wie gesagt auch den Titanpanzer. Dafür musste er aber seinen Ring des Schutzes abgeben. Denn wenn man jetzt einmal bei Eleanor schaut, sie hat nur 99 Schutz und ohne den Ring hat Heisen selbst schon 107. Und da habe ich so gedacht, unsere Heilerin könnte es ganz gut gebrauchen, dass sie ein bisschen besser geschützt ist. Und ja, das haben wir dann getan und das war's dann auch erstmal. Deshalb würde ich sagen, wir betreten einmal das Zimmer hinter uns und schauen, was uns dann erwartet. Ah, wie ich sehe, sind sie wieder vollzählig. Es ist ein Glück, dass sie die Angelegenheit mit dem gestrengen Dr. Röntgen regeln konnten. Denn Vulkanien benötigt ihre ungeteilten Kräfte. Geht's jetzt endlich gegen den Feind? Kommen Sie. Endlich, mir juckt schon die Säbelspitze. Schade, ich hätte mich hier gerne einmal umgeschaut. Oha. Das ist vielleicht die wichtigste Versammlung der stolzen Geschichte Vulkaniens. Es ist an der Zeit, die Initiative zurückzugewinnen. Wir werden uns auf einen schweren Kampf vorbereiten. Nein, jetzt nicht, Herr Präsident. Wir setzen dabei viel auf Ihr erlangtes Wissen. Was können Sie uns über den Feind sagen? Auf diese Frage habe ich mich schon gefreut. Bitte keinen Fachvortrag, Herr Professor. Die allgemein verbreitete Scheu vor gebündelten Gedankenpaketen nimmt langsam beängstigende Züge an. Sei es drum. Ich habe meinen Aufenthalt in Dr. Röntgens Arrestzelle nutzen können, um ein paar kleinere Ausarbeitungen anzufertigen. Ein kleines Exposé? Das ist ausgesprochen hilfreich. Lassen Sie sehen. Ich habe eine kompakte Aufstellung der uns bekannten Technologien, Waffen, Stärken und Schwächen des Gegners angefertigt, die künftigen Planungen gewiss von Nutzen zu sein vermögen. Kurz, knackig auf den Punkt. Vielen Dank, Herr Professor. Sie waren in der Tat eine große Hilfe. Moment, das ist doch nur die Ouvertüre. Oh Gott, da kommen noch bestimmt 50 weitere Stapel. Weiterhin habe ich eine vollumfängliche Kulturationstheorie der marsianischen Baukunst erarbeitet, Mensch. Ein schöner Zusatz, gewiss. Aber da ich immer noch etwas Zeit in meiner Zelle hatte... Guck ja nicht so, Kottlitzer. Hab mich wirklich beeilt. Konnte ich noch eine Deutungsgeschichte der marsianischen Hieroglyphen-Schrammelkunst verfassen? Warum? Hieroglyphen-Schrammelkunst? Ein bedeutendes Werk. Zweifellos. Nehme zwei neue und erhöhe um 8. Das ist eine wirklich gute Überlegung, Exzellenz. Vielen Dank, Herr Professor. Ich werde Ihre technologischen Ausarbeitungen an unsere Fabrik weitergeben. Prächtig! Dann geht's dem Feind nicht mehr nur mit herkömmlichen Geschützen an den Kragen. Hurra! Und ich werde den Bau unserer neuen Abwehrmittel nach besten Kräften beaufsichtigen. Nein, du kommst mit uns. Ich habe dir gerade nur ein Edison-Schild gekauft. Ich fürchte, dazu wird Ihnen die Zeit fehlen. Wir benötigen Sie auf der nächsten Außenmission. Außenmission klingt erfreulich nach handfester Betätigung. Wo soll es denn hingehen? Gegenwärtig neben Ihrem noch ein anderer... Moment, ich kann irgendwie nicht lesen heute. Was ist denn los? Es ist die erste Aufnahme, ich verspreche es. Gegenwärtig ist neben Ihrem noch ein anderer Spezialtrupp in unserer Basis. Ah, da kommt er ja. So, so, dieser Spezialtrupp. Doch nicht etwa dieser Kerl! Aufgeblasener Amateur! Ah, die Herren kennen sich schon. Fein, fein. Genau wie bei uns, der Anführer steht vorne und die anderen sind irgendwo dahinter verteilt. Ihre beiden Abenteuertrupps stellen momentan unsere aktive Verfügungsreserve dar.
Wie viele Trupps sind denn insgesamt im Einsatz, Kottlitzer, Herr Kottlitzer? Verehrteste, zwei Welten liegen miteinander im Kampf. Eine Handvoll Streiter allein reicht da nicht, um über das Wohl der ganzen, des Ganzen zu entscheiden. Die Hoffnung der Menschheit ruht auf vielen Schultern. Klingt ja geradezu unheldisch. Der Präsident wird nun mit der strategischen Lage vertraut machen. Ich weiß nicht, was los ist. Es tut mir leid, dass ich so schlecht lese heute. Noch etwas Tee, Sir Henry? Die andere Lagebesprechung, Exzellenz. Ah, große Strategie. Europa ist verloren. Der Feind dringt heftig vor. Unsere Verluste sind immens. Haben also einiges vor uns. Zwei Maßnahmen genießen Vorrang. Erstens, Verluste kompensieren. Zweitens, Feindvormarsch stoppen. Werde nun Aufgaben zuteilen. Sag er, Mackwitz, Interesse einer bestimmten Maßnahme? Verluste kompensieren. Feindmarsch vorstoppen. Oh. Ha, ich glaube, Mackwitz ist eher für das Zweite zu haben, aber ich vermute, dass es für die Welt auch gut wäre, wenn wir die Verluste kompensieren. Was machen wir denn jetzt? Naja gut, wir haben ja vorher gespeichert. Vielleicht können wir irgendwann nochmal diese zweite Entscheidungsmöglichkeit ausprobieren. Und dann werden wir erstmal den Feindmarsch vorstoppen. Nicht vorstoppen, sondern einfach nur stoppen. Ich glaube, das ist ganz in Mackwitz Sinne. Feindmarsch stoppen. Müssen dringend in die Offensive kommen. Werde künftig dem Feind diktieren, wo die Schlachten geschlagen werden, Mackwitz. Plane da ganz große Sache. Hoffe nur, wir haben genügend Senf. Nicht den Plan der Bastelstunde, Euer Exzellenz. Den anderen, bitte. Na, wenn er meint. Also, die Angriffswalze mag das Herz unserer Welt überrollt haben. Der Statthalter von Tentaklas Gnaden hält den Krieg bereits für gewonnen. Ha, das ist sein Fehler. Will da uneingeschränkt beipflichten. Brav gesprochen. Geben Sie Mackwitz einen Heringkottlitzer. Der Feind ordnet zurzeit seine Truppen, um zum letzten Schlag auszuholen. Doch bis er sich vollends präpariert hat, kommen wir ihm zuvor. Überraschung! Wir attackieren ihn in seinen jüngsten Erwerbungen. Dem Orient. All sein Kriegsgerät steht ungruppiert herum. All die teuflischen Waffen werden gewartet, gepflegt und gerüstet. Also nicht kriegsbereit, prächtig! Und mitten hinein fährt unser Husarenstreich. Hurra! Ein kleiner Trupp muss sich unbemerkt derart dicht anschleichen können, um dem Waffenarsenal des Feindes einen kräftigen Hieb zu versetzen. Na, will er mit seinem Trupp diese Aufgabe übernehmen? Melde mich bereit. Das andere gucken wir dann irgendwann mal. Oder wollen wir uns schon mal anhören, was es zu tun gibt? Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall das hier zuerst. Aber wir gehen auf nochmal abwägen und gehen mal auf Verluste kompensieren. Werde ihn auf Werbung schicken, Mackwitz. Halte mich kaum geeignet, über die Dörfer zu ziehen, um Knechte in den Uniformrock zu zwängen. Olle Kamellen müssen uns derzeit anpassen. Außerdem wird er in den toten Dörfer niemanden mehr finden. Ja, wo soll denn dann ein neues Heer ausgehoben werden? In Übersee, Mackwitz. Noch ist der marsianische Donnerkeil nicht auf die Yankees niedergefahren. Da lässt sich schon was finden. Aber es zählt jetzt Klasse statt Masse. Finde er mir dann ein paar glorreiche Helden, an denen sich der Mut der Leute wieder aufrichten kann. Glorie in Übersee? Da wohnt doch nur aufrührerisches Gesindel, das an Monarchien rüttelt. Schicksal der gesamten Pinguineinheit steht auf dem Spiel. Da muss man dorthin greifen, wo Rettung winkt. Wie viele Glorreiche sollen wir denn einsammeln, Exzellenz? 7 müssten reichen. Das müssen dann aber alles Vorbilder sein. Wir haben schon einmal begonnen, eine Liste werbenswerter Individuen zusammenzustellen. Soll denn dazu schon zusammenkommen? Halbwilde, allesamt! Zunächst haben wir hier einen gewissen Mr. Cody, genannt Buffalo Bill, der beste Schütze der Welt. Dann folgt ein Herr Custer. Ha, bekannt. Tollkühner Kavallerist. Ein Pinguin nach meinem Geschmack. Und schließlich brauchen wir ein Individuum namens Lederstrumpf, der Kundschaftler schlechthin. Das waren schon einmal 3. Die anderen 4, die sie noch zusammensuchen werden, müssen mindestens von diesem Kaliber sein. Bringen sie uns Helden. Na, will er mit seinem Trupp diese Aufgabe übernehmen? Nee, ich würde sagen, wir fangen wirklich mit der unteren an. Das andere klingt natürlich auch sehr interessant.
So, ich glaube, wir melden uns bereit, ne? Melde mich bereit! Ausgezeichnet. Ihre Kollegen führen den anderen Auftrag aus. Wieso werden wir nicht eigentlich gefragt? Bereiten Sie sich auf die Mission vor. Sobald Sie alles parat haben, melden Sie sich bei Captain Nemo. Er wird Sie auf dem Expressweg zu seinem Ziel kutschieren. Zu Ihrem Ziel natürlich. Und scheitern Sie nicht. Okay. Ah, wir hätten jetzt also nochmal shoppen können, aber die Entscheidung ist getroffen. Eine Reise in den Orient, liebe Freunde. Hoho! Dorthin hat mich schon manche Expedition verschlagen. Hoffe nur, die Kriegszerstörungen haben nicht so furchtbar gewütet. Es ist so eine liebe Gegend. Lieblich? Ich habe da ganz andere Gerüchte vernommen, Herr Professor. Ach was, werfen Sie Ihre dumpfen Klischees über Bord und halten Sie Ihre Sinne empfangsbereit. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, ab der nächsten Folge, da wir uns jetzt für den Orient entschieden haben, sollte ich das vielleicht auch in den Titel vermerken. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das am elegantesten anstelle. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen. Schaden kann es ja nicht. So. Okay, dann gehen wir einmal zur Nautilus. Da sind wir auch schon. Wir möchten mit der Nautilus zu unserem Auftragsgebiet fahren. Jawohl, wir haben ja alles erledigt. Aber theoretisch hätte man hier also noch einiges machen können. Ah, Mademoiselle et Messieurs sind wieder an Bord. Ich habe schon gehört, dass sie zu einem wichtigen Auftrag ausgesendet werden. Also allez, ich werde sie ohne Umschweife an ihr Ziel bringen. Das ist sehr nett. Attention, wir nehmen Fahrt auf. Okay, wo sind wir? Ich sehe uns nicht. Ach, da oben links. Ah, ich darf nicht fahren. Na gut. So ist auch okay. Schade, dass ich hier nichts machen darf. Die Wunderwelt des Südatlantiks. Sie bieten uns wirklich einen bemerkenswerten Einblick in ihr Reich. Ach, das dauert aber. Vielleicht wäre es ja schneller gewesen, wenn wir den anderen Weg genommen hätten. Buffalo Bill, das klingt irgendwie, als wären wir in den Wilden Westen gekommen oder sowas. Schaukelt es hier immer so? Die Gewalt der Meeresströmungen, die am Kap aufeinander prallen, ist selbst in der Tiefe noch spürbar, Monsieur. Und wie ich sie spüre. Na gut, seekrank wird er wahrscheinlich nicht, er hat ja nur Höhenangst. Und weiter geht's. Wo kommen wir denn noch hin? Also gut, klar, so eine Seereise geht nicht einfach so schnell von dann. Aber ich bin ungeduldig. Rieche Curry! Die Wasser des Indischen Ozeans sind in der Tat etwas eigentümlich. Ah, ich bin noch so ungeduldig. Jetzt mach mal weiter. Oder hätte ich die Knoten erhöhen können? Oh, ich hätte die Knoten erhöhen können. Das sehe ich gerade erst. Was für eine fantastische Reise, Herr Kapitän. Geschwindigkeit für Ufer einfach zu drosseln. Oder hätte ich das nicht gekonnt? Ich weiß es nicht. Vor uns liegt das feindlich besetzte Gebiet. Wir müssen achtsam sein. Attacke! Nichts, Herr Lieutenant. Ich kann nur von Glück reden, dass Ihnen Heimlichkeit ausdrücklich befohlen wurde. Also dann, Herr Kapitän, bringen Sie uns an Land. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie mich ungebührliche Eile ziehen, muss ich Sie doch darauf drängen, Ihre Anladung so schnell wie möglich vorzunehmen. Ich darf die Nautilus nicht zu lange in der Gefahr durch die feindlichen Flugapparate aussetzen. Sobald sie ihren Auftrag erfüllt haben, schlagen sie sich zum Landeplatz zurück. Das machen wir doch gerne. Wir werden hier rausgeworfen. Na gut, ist ja auch klar. Allee, allee, beeilen Sie sich. Über Wasser ist die Nautilus ein leicht zu erspähendes Ziel. Ja, ja, ja. Wetze doch schon so schnell wie möglich die Sprossen empor. Autsch, meine Hand! Pardon, mein Herr. Nun blockiert nicht die Luke, ihr beiden. Hopp, hopp, an Land. Gott sei Dank, wir scheinen unentdeckt geblieben zu sein. Na dann sieh ja doch, sein panisches Gewese war völlig umsonst. Hä? Sapalo, der Feind ist auf Sacrebleu, wir sehen uns wieder, falls ihren Auftrag erfüllt haben werden. Nottauchen! Ich glaube nicht, dass es da schon so tief geht. Falls... Er meinte sicherlich, wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben werden. Ach, lege das nicht so auf die Goldwaage. Die beiden Wörtchen werden heutzutage oft vertauscht.
Wir haben keine Zeit für diese sprachlichen Fachsimpeleien. Lasst uns lieber Deckung gewinnen. Sie werden da jemandem bestimmten immer ähnlicher, Teuerste. Ich würde sagen, diesen Bildschirm hier gucken wir uns noch einmal genau an, ob wir noch irgendwas finden. Aber sonst würde ich noch nicht zu weit vorschreiten. Denn, wie gesagt, ich möchte gerne in der Folge vermerken, wo wir uns befinden. Und, wie gesagt, es liegt an euch, mir zu sagen, wie ihr es am liebsten sehen würdet. Vielleicht nochmal in eckigen Klammern oder ganz am Ende einfach ein O für Orient oder die Reise ins All-O oder irgendwie sowas. Da könnt ihr euren Fantasien freien Lauf lassen. Da bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Das Zeichen der hochtrabenden Eroberer. Ja, ja. So, was ist mit dir? Elender Tentakelschurke! Mäßigen Sie sich, lieber Freund. Das ist doch nur ein gewöhnlicher Krake, durch und durch irdisch. Jetzt vielleicht, aber in einer Million Jahre tanzten uns seine Enkel auf der Nase herum. Hoho, erwischt. Sie haben heimlich in meinen Unterlagen zur Evolutionstheorie geblättert. Hat er bestimmt nicht. Okay, sonst können wir hier, glaube ich, nichts mehr machen. Vielleicht könnten wir hier die Nautilü nochmal zurückrufen, aber das wollen wir natürlich nicht machen. Deshalb würde ich sagen, ich beende den Part heute ein bisschen früher. Ihr tippt mir fleißig, wie ihr es am liebsten haben würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!